Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K24 My Rise, die Undisputed Story von und mit Joey Samuels, der momentan sehr, sehr viel mit Cody Rhodes zu tun hat, mit dem er sich ja zusammengeschlossen hat, um nach dem Tag Team Gold zu greifen. Yay! Ja, aber bevor wir heute nach dem Tag Team Gold greifen, natürlich mal wieder der Hinweis in eigener Sache. Jeden Tag 12 eine neue Folge von diesem Modus, von diesem Let's Play. Also, wenn ich es noch nicht getan habe, dann lasst doch mal meinem Kanal ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen, denn damit supportet ihr mich auf der Road to 7000 Subs. Aktuell sind wir bei 6980. Es fehlen Stand jetzt 2.58 Uhr. Also, in 9 Stunden kommt die Folge raus. Ich nehme sie jetzt erst auf, weil ich nämlich arbeiten war und bin gerade erst nach Hause gekommen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, nichts mehr zu verpassen, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Und nach dem Undisputed My Rise geschehen, wird es nämlich mit Unleashed weitergehen. Also wir sind noch lange nicht am Ende. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ansonsten guckt in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr auch die Links zu meinen Social Media Accounts. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok und natürlich das Allerwichtigste, der Link zu meinem Discord-Server. Und ja, tatsächlich auch an dieser Stelle gehen mal raus, die Grüße gehen natürlich raus. An den, wie heißt er denn? Ich muss gerade mal gucken. Denn es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich sag ja immer, jetzt nicht nur Geschwätz, sondern ich meine das halt wirklich schon ernst. Ich habe nämlich eine Instagram-Anfrage bekommen vom Sunny King, der auch auf unserem Discord gejoint ist. Und ja, er hat mir geschrieben, yo, was geht? Ich wollte sagen, dass du ganz gut WWE 2K spielst. Dankeschön dafür. Ich find's ehrlich gesagt nicht, aber gut. Ich spiel's einfach nur so, just for fun, ne? Aber ist doch egal, wenn's ihm gefällt. Wunderbar, dann ist ja, sind ja alle zufrieden. Und ja, wollt wissen, was ich aus meinem Moveset ändern kann. Das habe ich ja gestern tatsächlich in der Folge schon gesagt, dass ich eigentlich einen Charakter mal so gestalten müsste, dass halt so wirklich viele Special Moves drin sind von Wrestlern, die ich mal gefeiert habe. Ja, was soll ich dazu sagen? Also an sich, ja, ich habe ja schon die Idee gehabt, aber ich glaube, das lohnt sich halt jetzt bei Joey Samuels nicht mehr, weil ich denke mal, viel wird hier jetzt nicht mehr kommen an Folgen. Ich denke mal, wir sind jetzt langsam auf der Zielgerade von dem Undisputed Story Modus. Aber wartet mal ab. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht zu meinem Charakter für den Unleashed Story Modus. Und da wird es auf jeden Fall sehr, sehr knackig. Also Rhea Ripley, zieh dich schon mal warm an. Wir sind unterwegs. Oder wie ein weiser Mann gesagt hat, run. In diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen mal in die heutige Folge rein. 2 Minuten 50 schon dummes Zeug gequatscht, also dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei heute. Hey Partner, bist du bereit, ein bisschen Tag Team Gold zu gewinnen? Welcher Kneipe stehen wir, sage ich hier? Partner, jetzt bin ich dein Partner. Warte, worüber regst du dich auf? Wir haben unser Match gewonnen, jetzt haben wir eine Titelchance. Was natürlich super ist. Ich habe wohl einfach nicht gemerkt, dass unser Team aus dem Dark Horse und dem Show Horse besteht. Was zum Teufel soll das denn heißen? Das heißt, dass du das ganze Match über das Rampenlicht auf dich ziehen musstest, statt als Team zu arbeiten. Ich habe gemacht, was für den Sieg nötig war. Wenn das ein Problem für dich ist? Nein, kein Problem. Ich sehe dich einfach, Cody. Ich sehe dich. Was du sehen solltest, ist, dass unsere nächsten Gegner die SmackDown Tag Team Champions sind und dass sie nicht kampflos untergehen werden. Da ist ein Grammatikfehler, da war ein Komma nach dem Und. Keine Sorge, ich bin fokussiert, ich habe das Ziel auf jeden Fall direkt vor Augen. Gut, dann haben wir das nächste Mal, wenn wir uns am Flughafen sehen, vielleicht schwere Taschen dabei. Witzigerweise, muss man ja sagen, ich habe im letzten Spiel tatsächlich den Joey Samuels gar nicht eingetaggt. Also ich habe ja wirklich nur mit Cody gespielt, deswegen passt das ja eigentlich ganz gut. Aber das war eigentlich das, was jetzt eben gesagt wurde im Segment. War es eigentlich darauf bezogen, weil wir mit Cody die Aufgaben bekommen haben. Und trotzdem habe ich ja die ganze Zeit mit Cody durchgezogen. So. Wrestling has more than one royal family. Ja, komm, ich will kurz sehen. Ganz kurz wollen wir ihn sehen, den American Nightmare. Leute, ich bleib dabei. Irgendwann kommen sie alle zurück zur WWE. Weil meiner Meinung nach ist Tony Khan momentan ordentlich dabei, das ganze Kind gegen die Wand zu fahren mit AEW. Es sind einfach viel zu viele Shows, es sind viel zu viele Wrestler. Und das Charismatisch von AEW damals ist irgendwie komplett verloren gegangen. So mit den vielen ganzen Indie-Wrestlern zu arbeiten, die man halt noch nicht kannte, außer du bist halt so in diesem Game drin.
Ja. Also ich habe mich leider von AEW sehr, sehr distanziert. So, The Brawling Brutes kommen dann jetzt. Deren Entrance gucken wir uns auf jeden Fall an. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Guckt ihr AEW? Haben wir schon mal die Tage des Frages, würde ich sagen. Ich weiß, dass das ein Versprecher war. Ich fand es ganz witzig. Grüße gehen raus an den NDW. Der momentan in Japan verweilt. Also, der hat mich früher immer, wenn er gestreamt hat, die Tage des Frages gesagt. Und ich wollte das gerne jetzt mal übernehmen. Ich hoffe, es zieht. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Cooler Song auf jeden Fall. Mal wieder genug blödes Geschwätz. Nee, also auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand AEW damals echt sehr, sehr cool. Und dann habe ich ja tatsächlich, als meine Mutter gestorben ist, eine etwas längere Wrestling-Pause gemacht, weil ich einfach nicht den Kopf dafür hatte. Und ich muss auch sagen, durch Corona ist meine Leidenschaft für Wrestling ein bisschen flöten gegangen, weil mir hat einfach, ich habe einfach wirklich gemerkt, wie wichtig eine Crowd oder generell Zuschauer für diese Unterhaltungsshow ist. Und deswegen hat es mir irgendwie, es hat nicht so gebockt, irgendwie zu gucken. War nicht so das, was mich so wirklich überzeugt hat. Und dann tatsächlich kam ja WrestleMania, die erste große Show, wo dann auch wieder Publikum dabei war. Und ja, seitdem bin ich auch wieder ordentlich im Game drin. Wer von euch guckt denn eigentlich WrestleMania dieses Jahr? Ich habe es tatsächlich geschafft, Leute. Ich habe tatsächlich 4 Tage am Stück frei. Also ich habe den Freitag frei, den Samstag, den Sonntag und noch den Montag. Also ich freue mich sehr auf WrestleMania. Da wird ordentlich viel Blödsinn gegessen. Bin mal sehr, sehr gespannt. Freue mich auch echt, hier mit den Jungs zu gucken. Mit Michi, mit Daniel, mit Luki, mit Malu. Das gibt ein Fest. Also endlich mal wieder WrestleMania, Leute. Ich überlege, was das für eine Tradition bei mir hatte. WrestleMania zu. Ich habe, wenn ich Wrestling das Ganze nicht verfolgt habe, ich habe immer WrestleMania zumindest geguckt. Und wenn ich nur die Showberichte gelesen habe, WrestleMania war immer Pflichtprogramm bei mir. Nun, dann würde ich sagen, skippen wir den ganzen Lachs mal. Ja, hier, gib mal. Die ist sehr häufig, die Ringrichterin, habe ich das Gefühl. Was sind die Aufgaben? Müssen wir einfach nur gewinnen oder tausche 3 Tags mit Cody Rhodes? Wow. Hey. The Dark Horse and Cody Rhodes are going to be fighting at the Royal Rumble, and I bet they'll get into a fight tonight. You can't beat the real tag team chemistry of our SmackDown. Ach, zu früh und zu spät. That might be it. Getting laid out has to have the challenger rethinking their strategy. Something. Haben wir wieder 3 Dinger eingekassiert und haben wir 96er Rating, aber juckt ihn gar nicht. Ey, der schläft einfach mal wieder eine halbe Stunde. Hallo, so jetzt aber. Alter, was ist das denn? So, erster. He has an answer for Rhodes. These two having an answer for everything. Here's a tag. So, ein bisschen Tag Team Action hier. Communication between these two is evident by that move. Ach, wisst. Nowhere to go, just eating right hands. Unleashing the strikes. Ridge gets the better there. Kannst du halt keinem erzählen hier wieder. Das kannst du keinem erzählen. Sharp elbows to the body, looking to fight his way out. So, da ist die Aufgabe mit Cody erledigt. Besiege die Brawling Brutes durch Pinfall als das Dark Horse. Okay, also wir müssen mit Joey Samuels den Pinfall setzen. Ach, shit. Natürlich. Genau so war das geplant. Wieso fokussiert er denn nicht? Ach Mann, warum fokussiert er denn den Falschen? Habe ich das richtig gelesen? Rich Holland hat seine Karriere beendet? Oder habe ich das irgendwie falsch aufgeschnappt? Oh,
Ich sag euch wirklich, meine Dame, die ich mir basteln werde, die wird so ein geisteskrankes Moveset haben. Vielleicht sollte ich wirklich mal das Absurde machen. Und wirklich nur auf... Weil ich mir jetzt keinen Hot-Tag. Na komm doch, ich mach Hot-Tag. Und wirklich so einfach mal so auf Finisher und sowas gehen. Lass du mal den Cody in Ruhe. Jetzt mal so die Fragen an diejenigen. Ich denke mal, viele sind wahrscheinlich schon mit beiden Stories durch. Welche hat euch denn besser gefallen? Also ich will jetzt keine Spoiler bekommen, was da genau passiert. Einfach nur, welche euch da besser gefallen. Am Ende ist es ja wirklich eine Geschmackssache. Aber tatsächlich, letztes Jahr fand ich die Frauenstory auch besser. Von dem, was halt wirklich so erzählt wurde. Da war mehr so der rote Faden irgendwie drin. Ich weiß auch nicht. Ach du Schnörkel, ey. Nehmen wir einfach mal den hier. Den habe ich jetzt bewusst wirklich ausgewählt. Also es war jetzt nicht, dass das Spiel wieder Faxen gemacht hat. Ich habe jetzt wirklich gedacht, komm, Butch ist eh angehittet. Den nehmen wir. Geht der durch? Ich muss halt sagen, ich bin eigentlich mit dem Lee Strike gar nicht so zufrieden. Der ist so häufig, dass der gekontert wird. Was? Alles klar, Herr Kommissar. Ach, Cody, du bist so eine Schlaftablette. Das gibt's ja gar nicht. Komm, wir probieren es nochmal. Cody rein. Er hat nämlich ein Signature. Oh, er kontert ihn. Der Ridge Racer. Oh, den habe ich sogar auch in meinem Moveset. Elbow after elbow. Und wir bereiten ihn vor. Ach, shit. Ist das eklig. Die haben es geschafft, dass der WWE Universal Champion und der World Heavyweight Champion sind auf Kollisionskurs für den Royal Rumble. Gemeinsam SmackDown Tag Team Champions. Wild, oder? Da werden sie eine Menge Hardware mit sich herumtragen müssen. Noch wichtiger, diese Allianz kann jeden Moment explodieren. Miss ist ein Genie.
Das Seelenuniversum ist definitiv begeistert mit den neuen Tag Team Champs. Aber an sich muss man schon sagen, wie sie das auch hier quasi in diesem Modus mit den Doppel-Champions jetzt uns hier verkaufen, diese Neuerung quasi mit den zwei Titeln und so, ist schon gut gemacht. Ich kann keinen dieser Typen ausstehen. Die Männer sind jetzt die Smackdown Tag Teams und stehen bestenfalls auf wackeligen Beinen. Weil ich glaube, letztes Jahr gab es doch schon die Doppel-Champions, oder? Das ist doch jetzt gar nicht dieses Jahr neu. Ja, wird's dann mal ein bisschen promoted. Die beiden größten Champions der Welt sind auf Kollisionskurs für den Royal Rumble, aber jetzt sind beide zusammen die Tag Team Champions von SmackDown. Können Cody Rhodes und Joey Samuels koexistieren? Nein, das habe ich schon einmal gesehen, sagt Marky for Life. Was gibt's denn hier so? Cody Rhodes, hat sich umgezogen. Wo ist dein Anzug? Champ, wie fühlst du dich? Erstaunlicherweise fühle ich mich großartig. Ich dachte, Miss wäre übergeschnappt, als er uns zusammengebracht hat, aber es hat verdammt gut geklappt. Du hast vollkommen recht. Noch ein Glücksfall. Noch ein Glücksfall. Selbst wenn du Komplimente machst, wirken sie herablassend. Das Wort Glück triggert dich? Ich höre das einfach schon lange. Weil du Glück hattest, als du mir den Universal-Titel abgenommen hast? Okay, los geht's, ohne Rücksicht auf Verluste. Wie würdest du es denn nennen? Du warst besiegt, als Roman reinkam. Das ist jetzt mehr als 2 Jahre her, Cody. Du und Reigns und Miss, ihr alle redet so, als hätte ich nicht jeden besiegt, der mir in die Quere kam. Ja, ist richtig. Du hast mich nicht geschlagen. Nein, vor dem Rumble-Partner. Nicht vor dem Rumble-Partner. Das werden wir sehen. Vorher haben wir noch eine Titelverteidigung. Mal sehen, ob du dein Ego lang genug unter Kontrolle halten kannst, damit wir das verdammte Match gewinnen können. Jetzt. Tschüss! Thank you! Die Alpha Academy! Muss ich ja leider sagen. Ich liebe irgendwie. Liebe ist jetzt das falsche Wort, aber ich feiere das Gimmick, das unterhält mich wirklich. Und irgendwie. Ich habe das so kurz mal gelesen, wo ich der ganzen Sache auch zustimme. Chad Gable wäre meiner Meinung nach vom Package her die bessere Wahl gewesen, ihn als Sohn von Kurt Angle zu nehmen. Also jetzt wirklich kein Disrespect an Jason Jordan, der macht wirklich einen guten Job hier als Producer, ist er, glaube ich. Aber wie gesagt, so von der Gesamtausstrahlung, also Chad Gable, das ist mal eine 10 von 10, würde ich sagen. Halt auch so, könnt ihr euch an das Shorty G-Gimmick erinnern von ihm? Schrecklich, oder? Warum habe ich das Gefühl, dass wir dieses Match verlieren werden? Natürlich kommen wir wieder als erstes hier. Der Herr Rhodes kriegt wieder der feine. Oh, nice. Das sehen wir mal. Wie es aussieht, wenn wir 2 Gürtel zum Ring tragen. Und leider glitscht es wieder durch die Klamotten durch. Tja, lustigerweise habe ich eigentlich, ich habe gar keinen speziellen Doppel-Champion-Entrance eingestellt, weil ich dachte, das wird sowieso nicht passieren. Komm, das gucken wir uns einfach mal an. Gehen wir jetzt mit Eva-Style. Ich finde es immer ein bisschen disrespectvoll. Also wenn ich jetzt wirklich Joey Samuels wäre, ich hätte den World Title, den Universal Titel, hätte ich um die Schulter gelegt und den anderen hätte ich mit der Handtasche leer geschleppt. Wie findet ihr eigentlich den neuen Titel, also den Universal Championship, den goldenen, im Vergleich zu dem roten, den es vorher gab, und dem blauen und den schwarzen? Ich finde den sehr gelungen, den neuen. Also wenn ich mir einen Titel kaufen würde, ich habe vorher immer so ein bisschen überlegt, weil ich habe immer gesagt, das sieht so ein bisschen nach Spielzeug aus. Aber jetzt der reine Golden ist schon nice. So. Wir müssen jetzt aber auch gucken, wie Cody aussieht, wenn er zum Ring mit 2 Titeln kommt. There's more than one Royal Family. Okay, es passt ja mal gar nicht. Es passt halt wirklich überhaupt nicht. Er steht halt schon viel zu früh da vom Timing.
And muscle. Art control. Bin mir sehr sicher. Und wahrscheinlich wird wieder Joey Samuels schuld sein, dass wir hier den Titel verlieren. Er ist nämlich immer schuld. Oder wenn es drauf ankommt in diesen Matches, wenn wir halt wirklich wie wir mal so ein Statement setzen konnten, haben wir immer verloren. Füge einem Mitglieder der Alpha Academy Schaden zu. Neben das, Chad Gable. Ach, natürlich wieder. Es fehlt halt wieder nur so ein Millimeter. Komm, Ottfried. Tagge Cody Rhodes ein. Vielleicht ist der Cody diesmal schuld, wenn wir verlieren. Nee. Das ist ja unfassbar. Wer hätte das gedacht? Hey, aber so eine Story gab's doch schon mal, oder? Das wiederholt sich doch. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich eine Backstage-Sequenz. Wo es dann darum geht, so nach dem Motto, hey, yo. Wenn es drauf ankam, jetzt hast du es mir bewiesen und so. Du kannst ja doch alleine gewinnen. Oh, ist das Bein hoch. Was ist mit dem Seil los? Was ist mit dem Seil los? Hilfe! Da fallen wir gleich raus. Ach, shit. Oh, ja. Mega. Just saying, wir haben schon Signature. Das sieht aber nicht gesund aus. Never geht der gut. Er geht tatsächlich. Und wir probieren es. Nimm das. Ach, Ottfried. Lässt er sich nicht lumpen. Na komm. Dann gib mir Chad Gable. Jetzt nicht so, als hätte er hier noch gar nichts kassiert. Ach Mist. Thank you. Ich war wirklich früher so gut im Kontern in diesem Game. Oder in dieser Spielereihe. Ich krieg ja gar nichts mehr hin. Aber gut, früher habe ich auch mit den Jungs immer, ja wirklich, wir haben so viel WWE gezockt. Battle Royale, ey. Ich war einfach so eine Battle Royale Maschine, das hat so Bock gemacht. Guck mal, jetzt haben wir alles, was wir wollen. Otis ist wieder im Ring. Platzwunde.
Ach komm. Just saying, wir haben einfach noch einen. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank ging der Signature nicht. See you later, alligator. Ja, Alter, dieses No-Selling von ihm. Auch er kontert meinen Finisher. Jo. Ja, aber nicht. Er kommt raus. Wo holt er das denn her? Und Ottfried wieder im Ring. Entschuldigung, Ringrichterin. Wieder eine Reaktion von einem Gemüse, ey. Oh, Gorilla. Das ist so nice, dass man jetzt einfach auf die Schulter hauen kann. Also nicht mehr, dass sich die eingetaggt werden, halt so die ganze Zeit dann so bewusst umdrehen, sondern einfach, ihr steht dann da. Ist halt dann einfach im Match drin. Welchen Abwägen ist Otis? Come on! Das wird's gewesen sein. Yep. Warum Cody Rhodes nicht? Easy Ding hier. And still, ich bin immer noch Joey Samuels, Leute. Habt ihr gehört? Immer noch Joey Samuels. And still, Joey Samuels. Ja, dann müssen wir Cody Rhodes konfrontieren. Ich war schon in vielen Teams, war noch nie mit jemandem, der so eifersüchtig und selbstverliebt ist wie Joey Samuels. Ich halte das nur aus, weil ich weiß, dass ich ihn bei Royal Rumble um den Universal-Titel schlagen werde. Das hätte man erahnen können. Du hast die Tendenz wechselauf, wenn es schwierig wird. Ja, Leute, meine Freunde. 30 Minuten Bruttoaufnahmezeit. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch heute wieder Spaß gemacht hat, dann lasst dem Video doch gerne mal wieder ein Like da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da, um mich auf der Road to 7000 Subs zu supporten. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten gibt es ja wieder morgen eine neue Folge um 12 Uhr. Also dann auf jeden Fall wieder reinschalten. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch auch dann wieder in den Kommentaren so reichlich austauschen würdet. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch dafür, dass ihr reingeschaut habt. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bleibt alle gesund, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.